Was ist das Ruhepotential? Am ungereizten Axon besteht zwischen der Innenseite der Zellmembran und der Zelloberfläche eine elektrische Spannung. Dabei ist die Innenseite gegenüber der Außenseite negativ geladen. Dieses negative Potential einer unerregten Nervenzelle wird als Ruhepotential bezeichnet und liegt bei ca. minus 75 mV. Aber wie entsteht nun das Ruhepotential? Die Ursache ist nach der Ionentheorie die unterschiedliche Ionenverteilung inner und außerhalb der Zelle, sowie die selektive Permeabilität, also Durchlässigkeit der Membran für verschiedene Ionen. Im Zellinneren liegen vor allem positiv geladene Kaliumkationen und negativ geladene Proteinanionen vor, außerhalb der Membran vor allem Natriumkationen und Chloridanionen. Intra- und Extrazellulärraum werden durch eine semipermeable Membran getrennt. Durch diese führen Protein-Ionen-Kanäle, die wegen ihrer eigenen Ladung und ihres Porendurchmessers jeweils nur für bestimmte Ionen durchlässig sind. Im Ruhezustand ist diese Membran für Kalium-Ionen gut durchlässig, für Natrium-Ionen sehr schlecht und für Protein-Ionen gar nicht. Aufgrund der unterschiedlichen Ionenkonzentration besteht ein Konzentrationsgefälle, weswegen die Kaliumionen, angetrieben von der Brownschen Molekularbewegung, durch die im Ruhezustand geöffneten Kaliumkanäle nach außen diffundieren. Das Ruhepotential wird daher auch Kaliumausstrompotential genannt. Dadurch wird die Ladung im Inneren negativ und außen positiv, denn die Proteinanionen können nicht durch die Membran diffundieren. Das so entstandene Potentialgefälle erschwert dann einen weiteren Ausstrom von Kaliumionen und bewirkt sogar einen Rückstrom, da sich ungleiche Ladungen anziehen und gleiche abstoßen. So diffundieren gleich viele Kaliumionen von außen nach innen wie von innen nach außen und es kommt zu einem Gleichgewicht des Kaliumpotentials. Die Kaliumionen erreichen also keinen generellen Konzentrationsausgleich. Da dennoch versucht wird, diesen zu erreichen, strömen Natriumionen durch die Membran ein, obwohl die Natriumkanäle im Ruhezustand geschlossen sind. Dies wird auch als sogenannter Leckstrom bezeichnet. Da durch einen Konzentrationsausgleich das Ruhepotential gänzlich zusammenbrechen würde, gibt es eine sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe. Diese transportiert unter ATP-Aufwand gegen den Konzentrationsgradienten gleichzeitig immer drei Natriumionen von innen nach außen und zwei Kaliumionen von außen nach innen. So bleibt im Inneren der Zelle die negative Ladung und somit das Ruhepotential bestehen. Fassen wir zusammen. Wir wissen nun, dass das Ruhepotential der negativ geladene Zustand einer unerregten Nervenzelle ist. Die Aufrechterhaltung des Ruhepotentials gewährleistet die Erregungsübertragung beim Aktionspotential. Hierbei spielen sowohl die Natrium-Kalium-Pumpe als auch die selektive Permeabilität der Membran eine entscheidende Rolle. Das Ruhepotential liegt bei ungefähr minus 75 Millivolt.